Was passiert ist, der Mann ist halt von dem Quadrat, von dem G27, ist er hierher gerannt, wollte sich noch bei uns am Tisch festhalten, wurde dann von der Polizei geschnappt, wurde auf den Boden gedrückt. Sehen Sie auch an den Videos, die im Internet gerade kursieren, Handschellen dran gemacht und halt eingeschlagen. Er war gar kein Kunde von uns. Wir haben auch nicht die Polizei gerufen. Es wird berichtet, er wäre Kunde von uns gewesen. Er hätte eine offene Rechnung, worauf wir die Polizei gerufen hätten. Das stimmt nicht. Wegen 15 Euro machen wir da nicht rum. Die Mitarbeiter, die waren alle entsetzt, wollten auch eingreifen. Die wurden halt von der Polizei festgehalten, also besser gesagt gehindert, dass sie auch mithelfen konnten. Sie waren nur Zuschauer. Aber denen geht psychisch auch nicht mehr gut. Haben das selbst gesehen, dass da auch eingeschlagen wurde, wollten auch eingreifen, aber wurden halt daran gehindert. Und wo die da gemerkt hätten, der Mann ist bewusstlos, die wollten ihm Wasser geben, darauf wurden die auch gehindert. Der Krankenwagen kam erst 25 Minuten später. Das sind sehr viele auch von unseren Mitarbeitern, ersterhand Zeugen, die dann auch ausgesagt haben, Videoaufnahmen haben, die es der Polizei jetzt übergeben wurde.